Willkommen zurück zu Paper Mario 2, Legende vom Eotor, Freunde. Es ist Zeit fürs Finale. Jetzt ist es an der Zeit, Crucio so richtig als Prämisse zu knallen. Hier hinter dieser Tür muss der Sack sein. Ja, ihr merkt ja schon, die Musik hier ist eine düstere Atmosphäre, hier ist gruselig, ein bisschen mystisch. Und es ist Finale-Time hier. Also, von der Musik auch schon. Stimmt alles richtig aufs Finale ein. Also, let's go hier. Yeah. Befreien wir Peach aus Crucios Fängen, retten Rolling für den Frieden. Und verhindern wir ein großes Unglück. Wer weiß, was er mit Peach vorhat, ne? Irgendwie gruselig hier. Was sind wir hier eigentlich? Eine sehr große Halle. Doch wo ist Crucius? Bestimmt da oben. Schon so ein Final Battle Podest, kann man sagen. Wie in Arena. Ja, da ist er, der Spast. Oh, die Musik, die spitzt sich schon zu. Der macht sich da schon breit auf den Thron oder was, als wäre der King von der Welt. Sei gegrüßt, Mario. Mario und Crucius treffen aufeinander. Noch nie haben sie sich gesehen, doch jetzt. Im Finale treffen sie sich. Einer wird's überleben. Es kann nur einen geben. Ich wollte dich schon immer kennenlernen. Das ist wohl der Oberboss der bösen Jungs. Vollkommen korrekt. Man nennt mich Crucius, den Anführer des Geheimbundes der Crucius. Und ich möchte euch hier mit meinem zutiefst empfundenen Dank aussprechen. Was hat er vor? Er hat doch irgendwas geplant. Wieso? Ist das hier nicht offensichtlich? Ihr habt für uns die Sternjuwelen gesucht. Was? Was soll das heißen, die Sternjuwelen vom Mormund? Guckt jetzt, es ist spät Einsicht, uns eine Sternjuwel vorzuholen. Es schien uns viel zu umständlich zu sein. So haben wir euch das letzte Sternjuwel einfach belassen. Und ihr habt für uns das Eotor geöffnet. Wir haben das Juwel absichtlich diesen unfähigen Kretin Crucius anvertraut. Der hatte davon natürlich keine Ahnung. So, also fortfahren, egal wie der Kampf auf dem Mond ausgeht. Auf meine Pläne hatte das keine neue Einfluss. Nun, eigentlich sollte euch das Schatterio gefangen nehmen. Aber es war nur Lappen. Lappen im bösen Spiel. Aber diese Diäten haben völlig versagt, genau wie die ganzen anderen Lappen, wie Crucius und die ganzen anderen, wie gesagt. Aber gut, dann werde ich euch eben selbst den Chaos machen. Pass auf, Mario, das scheint ganz asozial zu sein. Irgendwie der Erfinder von der RTL oder so. Spaß! So schlimm da doch nicht. Sobald ich schon mal erledigt habe, ist der Weg zum Schatz frei. Und ich, Crucius, mein Gehörstärchen. Okay, er dreht durch. Freunde, er dreht durch. Also, das ist wieder so ein typischer, ja, ich regiere die Welt, ich werde der Herrscher der Welt. Bösewicht. Ja. Ich sollte so einen synchronisieren im Film, ohne Witz. Von dir lassen wir uns nicht einschüchtern, egal wie wahnsinnig und wie viel Drogen er genommen hat. Was geht los? Okay, Fireball against Crucius. The Great Final in Paper Mario 2. The Thousand Year Door. Jeder, der sagt, man blitz durch Kreuze, wird nicht regiert. Ich werde euch zeigen, was es heißt, sich mit mir anzulegen. Oh mein Gott, was macht der? Er schafft sich 4 Cruci-Tektoren. Das kennen wir ungefähr von den Cruci-Bots, nur das Fiese hier dran ist, dass diese Dinger auch noch angreifen. Die greifen noch an! Und ihr Epic Battle-Mucke. Richtig genial gemacht. Bloß, was mache ich mit Mario? That's the question. Nehme ich den Schaden in Kauf und lade mich schon mal ein bisschen auf? Das ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, ja. Ein Schadschuss ist immer eine gute Sache. Ja!
Und Cobrina scannt erstmal diese Säcke, diese Cruise Detektoren. Was sind das eigentlich genau für Dinger? Was ist ein Cruise Detektor? Cruise Detektoren sind magische Items, die Crucius schützen. Ah, Cruise Detektor, natürlich an Protector Schutzschild angelehnt, ne? Maximal KP 3, Angriffskraft 4, ey, dass die auch noch so viel Schaden machen. Das ist das Finale. Der hat 4 davon. 4 mal 4 sind 16 und er macht auch noch 7 Schaden. Das macht insgesamt 23 Schaden in einer Runde. Das ist crank. Wenn wir da nicht ordentlich das Action-Kommando machen oder kontern, dann können wir gleich nach Hause gehen. So stark sind sie ja nicht. Aber mit der Zahl der Cruise-Detektoren steigt Crucius' Verteidigung auch noch. Und jetzt kommt's. Hat er für Cruise-Detektoren, ist Crucius gegen alle deine Attacken geschützt. Leute. Womit habe ich das verdient? Was für ein krasser Shit. Also musst du Crucius und die Cruise-Detektoren gleichzeitig schädigen, klar? Jo, alles klar. Alles Roger. Wer ist eigentlich Roger? Oh mein Goodness. Aber auf Mario hat's nicht getroffen. Oh ja, die Glücksohren machen sich bemerkbar, aber Gumbrina nimmt immensen Schaden. Immensen Schaden, ohne Witz. Aber Mario interessiert es nicht, er macht nochmal Charge, oder? Nee, ich habe eine bessere Idee, eine richtig nice Idee. Maxi-Beam. Ich versuche, die Cruise-Detektoren allesamt wegzufegen. Das heißt, ich muss hier richtig gut timen. Es muss fast alles klappen. Weil die Welle muss ja auch hoch genug sein, damit die oben getroffen werden. I hope that it will work. Oh mein Gott. Gib mir Energie. Ich brauche deine Energie. Weißes Sternjuwel. More. More. Nose. Ich hoffe, es reicht. Die unteren sind auf jeden Fall weg. Und es reicht! Bam! Kawonski! Und es hat Boom gemacht. Aber jetzt kennen wir erstmal den richtigen Asi hier. Crucius. The final boss. Leader of the Exonauts. Das ist der Crucius, der Anführer der Kursion. Dieser Kerl hat Peach entführt. Maximal KP 50, Angriffskraft 7, Verteidigung 1. Apropos, wo ist Peach eigentlich? Was hat er mit ihr angestellt? Wohin hat er sie verschleppt? Hier war sie nicht. Er schützt sich mit den Cruise-Detektoren, die seine Verteidigung erhöhen. Außerdem verfügt er über Feuertanken und verschiedene Arten von Magie. In der Tat, er kann alles, was wir mit Items können. Er kann Tornado machen, also Verteidigung umgehen. Er kann uns stoppen, also wie Stoppuhr. Er kann uns verwirren, er kann uns einschläfern, er kann uns anzünden, er kann uns vereisen. Der Typ ist so krank. Besonders gruselig finde ich, wie ernsthaft er sich gibt. Aber kümmere dich nicht darum, was ich dir sage. Mach die Kerl fertig und dann suchen wir weiter nach Prinzessin Peach. Oh ja, das werden wir tun. Aber jetzt, was macht er jetzt? Was macht er? Was ist das denn? Tarnkappe oder was? Okay, jetzt riskiere ich natürlich keinen Angriff hier, wenn der Shit dann daneben geht. Oh mein Gott, die Cruise-Detektoren sind schon wieder da. Zwei Runden Tarnkappe. Ich begrüße das jetzt mal, weil er uns nicht angegriffen hat. Das heißt, ich werde jetzt zwei Runden Charge machen. Also, nichts wie los hier. Was ich tun werde mit Gumbrainer ist ganz klar auswechseln hier mit Bartomb. Bartomb ist nicht in der Lage, die Cruise-Detektoren allesamt auf einmal zu besiegen. Oh Gott. Autsch! Oh, zum Glück Mario mit seinen defensiven Ohren kann hier einiges wegstecken. Aber der Blitz, wie gesagt, geht durch die Verteidigung. Ich stelle jetzt mal Bartomb einfach mal nach vorne hier. Die Powerbombe soll alle Cruise-Detektoren wegfegen. I hope so. Ja! Bartomb, gib alles! Yeah! Bombenstimmung hier im Finale. Ich würde sagen, noch ein paar Charge und dann geht's los hier. Weil dann ist sein Shit weg, da haben wir dreimal gecharged hier. Mario ist im Ultra Saiyajin Rank hier. Und was macht ihr jetzt? Nein, wir sind nicht eingefroren, oder? Oh, thank God! Hättet ihr uns eingefrostet? Ihr könnt euch echt nicht denken, was das für eine Scheiße geworden wäre. My power! God power! Oh yeah! Bats! Yeah, aber kein cool Kommando, goddammit. Jetzt not so good. Greifen wir jetzt schon an? Ja, tun wir. Wer weiß, was er noch so vorhat. Power Downs muss klappen. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oh, er ist fast down. Er ist fast down. Mal gucken, was er jetzt sagt. Hat die Welle nichts als Ärger bereitet?
Jetzt verreicht es wieder! Was macht ihr jetzt noch? Was ist das denn? Wir brennen! Das war ein Feuerangriff. Oh! Mario kassiert. Ich weiß, wie ich jetzt die Züge richtig ausnutze. Mario, du machst einen super Fit und heilst uns beide hier erstmal. Blütenpunkte, Mario und Bartomb, alles muss aufgefrischt werden. Ich hoffe, dass hier jetzt nicht ein Giftpilz mir das versaut. Da ist er schon. Ja, ich, wie angekündigt, er hat's versaut. Jetzt gehen mir schon die richtig großen Sachen durch die Lappen. That's not so good. Wir brauchen die Energie. Wir brauchen sie. Und auch die Blütenpunkte natürlich. Nicht so viel Bart um Faces. Der ist vor allem am wenigsten angeschwächt. Der hat nur 13 für Mario. Das ist echt nicht gut gewesen. Aber Bart um soll das Ganze jetzt hier ein für alle Mal beenden. Powerbombe. Zeig, Crucius, was du kannst. Ja, und down! Crucius, burn in hell. Verflucht! Da ist er down, gibt 30 Sternenpunkte. Absolut awesome. Du bist der Klasse, ich dachte. Aber das macht gar nichts. Für diesen Fall habe ich Vorbereitung getroffen. Was? Schaut gut her. Was hat er jetzt gemacht? Peach! Sie ist in einer Art Schutz gefangen. Was zur Hölle? Eine Barriere. Ja, wo bin ich? Mario. Oh, meine Prinzessin, mein Peach. Lass sie in Ruhe, du alter Schlawiner, du Vergewaltiger. Die Prinzessin. Wenn ihr uns doch nur ein Schild hört, hab ich meine Prinzessin, Peach. Spust, Erpressung. Und nimm das! Er hat uns im Griff. Eine falsche Bewegung, Prinzessin Peach ist weg. Und wir können eigentlich nichts mehr tun. Wir können nur unseren Untergang anschauen. Mario! Und nochmal ist es Silber. Oh, voll die Dominei. Aber ich will doch gar keinen Schmerz haben. So, das ist die Scheiße, hä? Aber Mario! Mario, Dammit, was machen wir jetzt? Du läufst uns einfach an und wir rühren keinen Finger. Wenn wir angreifen, muss die Prinzessin baden gehen. Aber so müssen wir sterben. Und da die Prinzessin... Angriff. Was dich zu widersetzen? Was ist denn so völlig egal? Nur weil sie dich eh nie... Naja, gib dir nur einen Kuss, ne? Naja, dann tötet die mal, ne? Und dann? Was? Ein Riss in der Decke? Was? Bowser! Endlich! Wenn man ihn mal brauchen kann, dann kommt er. Cool. Wo bin ich hier denn? Bowser. Was war das denn? Diese Decke hält aber auch gar nichts aus. Oder? Ja, ich hab mich schon lange nicht mehr gewogen. Ja, vielleicht soll ich mich doch bei Weight Watchers anmelden. Eure Schwerkräftigkeit ist alles in Ordnung. Cammy Cooper ist auch hier. Hi Bowser, danke, dass du uns geholfen hast. Was macht der ausgerechnet Mario hier? Scheiße, jetzt sieht Cammy Cooper Peach. Hoffentlich nutzt die Situation nicht aus. Und sogar Prinzessin Peach ist hier. Ich weiß mal nicht, was hier vorgeht, aber es ist eine einmalige Gelegenheit. Mario, ich werde die Musik und dann gehört Prinzessin Peach und das hat mehr. Was soll das denn? Was will der Bowser denn hier jetzt? Du siehst ein wenig angeschlagen aus, Mario. Hat der alte Opi da eben richtig zugesetzt, wa? Heute mach dich fertig. Und wie es das Schicksal will, Bowser ist der wahre Final Boss in einem Mario-Spiel. Wer hätte es gedacht? Bowser, der Final Boss, wieder mal mit Cammy Cooper am Start. Zwar nicht ganz so stark wie in Paper Mario 1 mit seinem Sternstab, wo er dann die Power
hatte und 99 Leben hatte. Ihr hattet nicht ganz so viel Leben, aber ist trotzdem saumäßig stark, vor allem, weil wir angeschlagen sind. Wir sind angeschlagen, ich muss gerne den Koopa noch scannen, also what the fuck? Ja, das Finale ohne Bowser! Oh, wichtige Liedstamme für Prinzessin Peach endlich mein sein! Jetzt wird's richtig krass, Freunde. Das ist ein Ende, Mario! Oh mein Gott, Flucht in diesem Kampf nicht möglich. Keine Sternenergie mehr, Mario ist angeschlagen, kaum Blütenpunkte noch, ich muss noch wechseln. Wie schlimm soll das noch werden? Dammit! Aber wir haben einen Tarnkappeneffekt, das ist sehr, sehr geil. Deswegen tausche ich direkt mal Bartump aus und hole Gumbrina, die auch natürlich angeschlagen ist. Ein Scanner für Cammy Cooper, bitte. Wer ist eigentlich Cammy Cooper? Cammy aus PM1 hat so eine richtige Hauptrolle gehabt. Das ist Cammy Cooper, eine alte Hexe, die treu am Bowser Seite steht. Maxi AKP 50, Angriffskraft 5, Verteidigung 0. Im Kampf verwendet sie eine Menge hinterlistiger Zauber, um dir zu schaden. Unter anderem beherrscht sie auch einen Zauber, der als KP Plus wirkt. Vielleicht sollst du sie sogar noch vor König Bowser in die Mangel nehmen? Die Arme. Bestimmt hat Cammy Cooper oft hart Zeit mit König Bowser. Oder hat etwa Bowser unter Cammy Cooper viel mehr zu leiden? Naja, irgendwie beides. Ist so eine Hassliebe, ne? Und der Feuer-ATMD war schon aus Paper Mario 1. Genau, mein Guinness. Ohne Verteidigungsorden wären wir jetzt hier im Arsch. Ne, Moment mal. Es geht sogar durch Verteidigung, ne? Oh mein Gott. Ja, ich bin euch in einem Bissborn. Alter, so heiß. Hat mich geil. Und das Schlimmste ist, wenn sie angreift. Ja, wieder PlayStation-Werbung hier. Das ist immer so geil hier. X, Dreiecke und Quadrat, ne? Oh mein Gott. Was machen wir jetzt? Es ist verdammt schwer hier, weil wir sowas vor angeschlagen sind. Es wird krank. Es wird richtig krank. Ich hätte eine Idee, aber dann müssen wir viele Blütenpunkte opfern. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Nee, ich würde nicht sagen, dass es das wert ist, oder? Also mit einer Gerine könnten wir Mario einmal kurz heilen. Ist das wirklich wert? Ja, ist es. Es ist es. Ein Lebensguss für Mario. Ich brauch das Leben. Definitiv. Drücke Abwechsel A und B. Mach ich wieder beide gleichzeitig und dann passt es auch schon hier. Kostet 10 Blütenpunkte, ist mir sowas von egal jetzt hier. An dieser Stelle, ich muss mir irgendwie heilen. So, jetzt kommt Bowser und beiß. Das ist ein Giftbiss. Der kann eventuell vergiften. Und Cammy Cooper macht wieder Werbung für PlayStation. Und das geht auch durch die Verteidigung, glaube ich. Oh mein Guinness. Ein verdammt schwerer Kampf. Jetzt haben wir halt das Problem, dass Nerine jetzt hier nicht unbedingt viel anrichten kann. Barbara wäre hier deutlich die beste Wahl. Oder auch Gumbrina. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Ich würde sagen, wir machen jetzt ein, zwei Mal Charge. Und dann geht's auf die Cammy Cooper los. Ja. Hui! Ja! Also die Cammy Cooper muss zuerst weg, weil sie sich heilen kann, weil sie Bowser boosten kann und sich selbst natürlich auch. Also ich wechsle jetzt hier nochmal. Ich denke, Barbara ist hier wirklich die beste Wahl. Zumal kann sie Mario auch verstecken. Ja, Barbara, los, komm raus hier. Und Bowser greift Barbara an und 6 Schaden und Techniken gesperrt. Ich kann nichts mehr mit Barbara tun. Das ist einfach nur krass. Und Cammy Cooper erhöht Bowsers Verteidigung, was ich eigentlich begrüße, weil ihre Aktion eigentlich für einen Müllhaufen war. Weil ich charge hier eh nur rum und Bowser greife ihn erstmal noch nicht an. Ja, Technik ist nicht wählbar. Was denn jetzt? Was denn jetzt? Ich könnte die Chance nutzen und eine Show-Einlage hier machen. Genau das werde ich auch tun. Show-Einlage. Um wieder ein bisschen Sternenergie hier zurückzukriegen. Und Bowser beißt wieder, aber das kann ich gut abwehren. Und Cammy Cooper macht wieder Werbung für Sony oder was? Nee. Macht sie unsichtbar, das geht gar nicht. Das ist ganz fies. Jetzt muss ich 2 Runden hier noch chillen. Weil ich kann sie nicht angreifen. Das ist wie ein Bulang. Alle Angriffe gehen daneben. Nochmal Schasch. Ja! Geil. Und hier sind immer noch die Techniken gesperrt. Das ist gar nicht gut. Aber ich versuche mal hier das Publikum auf meine Seite zu ziehen. Und der Feuerangriff. God damn it! Wir müssen uns heilen gleich. Wir müssen uns gleich heilen. Vor allem Mario darf ja auch nicht sterben, denn war das ganze Charge schon umsonst. Oh mein Gott. Was auch noch eine gute Wahl wäre, jetzt ein Wackers Kick. Vielleicht werde ich ihn sogar benutzen mit Barbara. Das ist das einzig Vernünftige, was ich jetzt hier in dieser Situation noch tun könnte, ganz ehrlich. Also Barbara, weiter deines Amtes. Na, ich könnte jetzt sogar angreifen. Nee, ist mir zu risky. Ich werde jetzt einen Wackers Kick benutzen. Ja, komm, dafür haben wir ihn ja, ne? Wir haben ja noch 2 Ultrapilze. Ah, das sieht ganz gut aus. Wir haben ja Lebenspilze noch. Okay, ein Wackers Kick für Mario. Ja. Friss das! Om nom nom.
25 KP wiedergestellt und 25 Blütenpunkte. Das sieht wieder sehr gut aus jetzt. Natürlich macht Bowser viel Schaden, wenn er sein Feueratem gerade benutzt. Dann geht's richtig ab hier und ja, kommt da wie angekündigt. Dammit! Und Barbara darf natürlich auch nicht sterben. Die ist auch kurz vor Abkratzen. Und jetzt kommen schon die ganzen Hater. Natürlich. Ich will jetzt sogar Bowser selbst anzugreifen, weil wir jetzt schon so viel gecharged haben, Freunde. Das glaubt ihr nicht. Wollen wir es machen? Bowser selbst angreifen? Man kann in Paper Mario 1 und 2 auf ihn springen. Also das ist nicht das Problem. Ja, doch. Es bietet sich an. Es bietet sich an. Dead. Nur noch 25 übrig. Ist natürlich blöd, weil Kebi Kubra den wieder heilen kann. Aber ich versuche jetzt mein Glück mit dem Feuerzauber, damit der erstmal brennt. Und Y, yeah! Burn in hell! Und Kebi Kubra kommt von ihren hässlichen Besen runter. Oh Gott, was ist das denn? Ich hätte vergessen, wie stark du bist, Mario. Oh nein! Er macht den. Oh, jetzt müssen wir Lebenspilz opfern. Ah, Barbara, was hast du gemacht? Ist der Lebenspilz weg. Das ist eine arge Verschwendung gewesen. Das geht auch auf keine Kubra. Und sie heilt Bowser macht. Denn tatsächlich erst Kemi Cooper angreifen soll. Na, Versuch war es ja wert, ne? Versuch war es wert. Power Plus. Power Plus, ich weiß jetzt nicht. Was machen wir denn? Ist jetzt eine blöde Situation, ganz ehrlich. Ich könnte jetzt hier nochmal eine Power Dust auf Bowser verwenden. Ich könnte aber auch Bartomb nehmen. Wie sieht's denn aus mit Bartomb? Bartomb sieht's gut aus, deswegen nehme ich den noch. Was Mario macht, das weiß ich jetzt eben halt nicht. Ich würde sagen, Mario charge nochmal eine Runde. Das ist das Beste. Aber ihr seht schon, der Kampf ist nicht ganz so einfach. Weil Bowser eben halt viel kapiert und durch Kemi Cooper nervig Support werte. 6 Schaden auf Bartomb und Vergiftung. Einfach nur Crank. Was macht sie jetzt? Ja, sie heilt ihn nochmal, natürlich. Alles Paletti hier. Aber es macht absolut gar nichts, weil Bartomb, der geht jetzt ab! Der geht jetzt ab! Karomski! Bäm! Und ein bisschen Sternenergie wieder hier zurückbringen. So, ich werde jetzt... Was werde ich eigentlich tun? Werde ich jetzt schon wieder angreifen mit Power Dowels? Ja, werde ich tun. Auf Bowser. Dick dead and dead and dead and dead and dead. Ja, der hält verdammt viel aus, wenn man nicht charged. Also, ich habe jetzt nur einmal gecharged, das reicht absolut nicht und alles geht auf Bartomb. Der muss so einstecken, der Typ. Aber die Verbrennung macht ihn auch noch Schaden. Was macht Kemi Cooper? Sie holt sich wieder ihren Staubbesen da wieder. Okay. Eine Powerbombe! Nochmal hier. Oh, wow, wow, Moment mal, Moment mal. Da habe ich ja nur zwei. Ich kann die Powerbombe nicht mehr benutzen. Ich kann die Powerbombe nicht mehr benutzen. Denn mal eine Zeitbombe, Bartomb. Wie viel Verteidigung hat denn der Bowser? Lohnt sich hier die Zeitbombe? Ich mach's jetzt mal trotzdem. Hm. Die ist schon mal fail. Die ist erst recht fail. Oh, nö, ey. Muss das jetzt so blöd sein? Oh, es geht alles auf Kemi Cooper. Okay, dann holen wir Kemi Cooper jetzt irgendwie hier runter. Bloß wie? That's the question. Ah, ärgerlich. Was machen wir? Power Dots? Oder Stampfattacke? Ich mach mal eine Stampfattacke, eine ganz normale. Und da fliegt sie runter. Yeah, hoffentlich explodieren sie jetzt gleich. Dann könnte Kemi Cooper besiegt sein. Und Bartomb muss schon wieder einstecken hier. Stampfattacke von Bowser. Und was macht sie? Sie heilt ihn natürlich wieder. Immer schön heilen, ne? Bombe auf Bowser. Und Karomski. Yo, 5 Schaden. Das ist natürlich schöner Schaden, den Bartomb hier austeilt. Das ist sehr zu begrüßen. Und Mario ist verwirrt, ne? Nee, ne? Can't believe that shit. So eine wichtige Situation, Marius verwirrt. Dann muss ich jetzt Verteidigung erhöhen. Ah, das hat jetzt sogar geklappt. Ah, es geht aber durch die Verteidigung. Wo ist die Verteidigung, wenn der Scheiß da durchgeht? Was macht sie? Sie heilt ihn schon wieder. I cannot believe it. Und die Zeitbomben gehen in die Luft, aber Kemi Cooper steht immer noch und ich kann nicht angreifen, weil Mario verwirrt ist. Mann, schlimmer kannst du nicht mehr kommen hier. Nimm den! Ich hätte einen Gili Royale nehmen müssen, ich Vollidiot.
Damit könnte ich... Alter, jetzt macht das auch noch Schaden hier. Alles ist gegen mich. Damit... Oh, damit hätte ich auch die Blütenpunkte wiederherstellen können. Das ist so wichtig. Ich muss es aber versuchen hier. Mit einem Powerdots auf Cammy Cooper. Nö, hat er mal wieder keinen Bock drauf. Bart kassiert stattdessen jetzt. Das macht den Gegner zwei Schaden, weil ich es mit einer Action-Kommando geblockt habe. Oh, bitte nicht auf... Sie heilt sich selbst. Okay, ist auch interessant. Mensch, Mario, mach doch jetzt mal was Vernünftiges. Er kann, soll jetzt hier nicht so blöd rumgammeln. Ich muss unbedingt austauschen, weil Bartom ist richtig am Arsch. Wir sind alle am Arsch. Erona nehme ich nicht, also bleibt nur Rambo. Kupio bringt hier nichts. Ja, was mache ich nun? Was mache ich nun? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Sternattacke Superfit. Mehr bleibt mir hier nicht. Ganz im Ernst. Oder fällt euch noch was ein? Nee. Sternattacke Superfit. Ja. Nö, stattdessen der Ritter. Die Verteidigung warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? Und was macht Cammy Cooper jetzt? Hoffentlich keinen Angriff auf Mario, weil dann wäre Mario Geschichte. So, jetzt sieht es natürlich für Mario schlecht aus und ich habe nichts mehr zum Schützen. Aber ich kann natürlich jetzt die Sternattacke benutzen, um mich wieder zu heilen. Boah, ist das spannend hier. Der Bowser-Fighter ist so schwierig. Super fit. Ja. Definitiv. Um Rambo und Mario jetzt hier wieder auf Vordermann zu bringen. Wobei Rambo jetzt noch nicht so viel verloren hat. Muss auf Giftpilze achten. Ist noch kein Giftpilz gekommen. Hauptsächlich die Mario Faces und die Blütenpunkte treffen. Das ist hier das, was zählt. Mhm. Blütenpunkte? Gut. Mario Face! Blütenpunkte! Oh, das ist ein guter Run. Das ist ein sehr geiler Run. 15, 22, 21. Absolut geil. Was ich jetzt benutzen werde, ist eine gute Frage, weil, wie gesagt, ich kann Cammy Cooper nicht angreifen, weil sie unsichtbar ist. Und somit klappen die Moves nicht. Das ist nicht so förderlich jetzt. Deswegen bietet es sich an, mit Rambo eine Steuerlage zu machen. Hi, guys! Voll schwierig und so. Ja, auf Mario geht's daneben, das ist gut. Weil der Rambo, der ist eigentlich nur da, um jetzt ein bisschen Schaden einzustecken. Weil schalt euch doch nicht immer so wie früher Paperboy 1 mit Sternstab. Und da hatte ich auch so ein Problem. Das ging ja eine Stunde der Fight. Ja, aber da hatte ich die falschen Ohren an. Jetzt habe ich eigentlich die richtigen Ohren. Das ist trotzdem so schwer. Ich muss einfach jetzt mehr chargen wieder. Ohne Charge hast du hier keine Chance. Dann die sie eben halt wieder heilen und so. Ja, ich würde sagen, nochmal Scheuerlage, ne? Was bleibt mir anderes übrig? Nämlich nix. Oh, jetzt macht schon wieder den Feuerangriff. Lass das mal. Das ist der stärkste Move von Bowser. Ja, der Yoshi kann ruhig einstecken. Ist mir scheißegal. Mir Latte Macchiato. Wir könnten jetzt, glaube ich, Cammy Cooper aus dem Spiel nehmen. Ein für alle Mal. Und das werde ich auch tun. Power Downs auf Cammy Cooper. Ja. Bäm, 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 bäm. Und die Hexe ist down. Eure Kampfwütigkeit vergib mir ich. Die ist weg. Jetzt müssen wir uns nur um den dicken Quirl, Digga. Skaten. Und damit sie in der Gerine an, weil sie die Verteidigung umgehen kann. Oh mein Gott. Oh, diese Feuerangriffe. Aber ich werde jetzt hier keine Heil-Items mehr benutzen. Ich muss es jetzt schaffen. Ja, übertreib's noch. Übertreib's noch. Könnt ihr natürlich jetzt auch wieder den Lebenskuss für Mario benutzen. Das wäre eine ganz gute Sache. Oh. Das war ein Fan. Und ich bin weggelaufen. Ich töte den Fan. Ich muss den Lebenskuss benutzen, Guys. Es tut mir leid. Ich muss es tun. Sonst, wenn er jetzt eine Feuerarte macht und ich den nicht abblocke, ist schon wieder ein Lebenspilz weg. Da habe ich keinen Bock drauf. Ganz ehrlich. Und gleich kann sie mit dem Aussteller agieren und die Verteidigung gehen. Ich werde jetzt was ganz anderes machen hier. Charge. Ja. Und dann haben wir den aber auch gleich down. Seht ihr? Aber ich jetzt erfolgreich hier geblockt. Jetzt gibt's die Mausstelle aber sowas von. Yeah, more power! God, power! Bam, 5 Schaden. Das ist ein schöner Schaden hier. Und schon wieder hier. Das gibt's doch nicht. Die Bühne ist absolut gegen mich.
Ja, Freunde, es muss jetzt gleich klappen. In nächster Runde entweder Bowser oder ich. Einer wird vor uns jetzt draufgehen. Weil ich hab's mir nicht gedacht, dass er den Feuerangriff benutzt. So. Ich muss es jetzt schaffen mit Power Dots gleich. Oh, die Maschine, die muss natürlich auch sitzen. Aber das ist ja kein Problem hier. Einfach nur ja Luxig kreisen lassen. Und jetzt muss es wirklich klappen. Entweder Bowser oder ich. Und er ist down! Was ein spannender Kampf! Habt ihr das gesehen? Nagarine, ein Leben, Mario, drei Leben und ein für eine Godlike. Bowser ist geschlagen. No problem. Naja, das wollte ich mal nicht sagen. Aber er ist besiegt. Mario hat es mal wieder geschafft. Peach ist gerettet. Bloß mich kriegen wir jetzt dieses nervige Schutzschild weg. Wie konnte ich nur wieder verlieren, obwohl Mario geschwächt ist? Puh, das hätte auch schief gehen können. Aber die sind viel los. Gehen wir, die Prinzessin braucht unsere Hilfe. Oh yeah. Bloß wo ist die Prinzessin? Oh, wo ist denn Crucius? Hä? Ja, der ist unter Bowser, oder? Ist er nicht? War das nicht die Stimme von Prinzessin Peach? Oh mein Gott! Crucius ist wieder da! Ist er wieder auferstanden? What the fuck? Was hat er mit Peach vor? Was geht hier eigentlich wirklich ab? Freunde, ich kann euch eins versichern, das war noch nicht alles. Crucius wird noch sein wahres Gesicht zeigen. Im nächsten Part. Das wahre Finale. Ich werde jetzt erstmal zurückgehen und mich refreshen, vielleicht noch einen Sternwind mitnehmen und versuchen noch hier irgendwie Erfahrungspunkte zu sammeln, dass wir hier noch ein Level hochkommen. Weil im nächsten Part gibt es das eigentliche Finale. Das war noch nicht alles. Bowser ist nicht der Final Boss. Wie geil das hier auch ist, ne? Erst dieser Geister-Knochentrocken als Zwischenboss. Dann kommt Lobert. Der Bruder von Logart. Dann kam das Schattentrio nochmal. Jetzt kommt Crucius. Man dachte, Crucius ist schon der Final Boss. Da kommt nochmal Bowser. Und jetzt? Wer kommt jetzt? Was passiert als nächstes? Freunde, unbedingt nochmal einschalten hier. Das Finale beginnt im nächsten Part von Paper Mario 2. Also, Daumen hoch, falls euch das schon gefallen hat. Falls ihr das Video gerne favorisieren solltet, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, schau. Danke fürs Anschauen. Auf jeden Fall nicht den nächsten Part verpassen. Oh mein Gott.